Wir sind schwanger, gleichzeitig. Kennst du so Videos? 1, 2, 3. Wir ziehen nach Berlin, aber nur kurz. Wir machen voll das Ding daraus, ich weiß. Das ist voll lächerlich. Hi Leute. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von uns. Wir haben vor, nach Berlin zu gehen. Wir tun so, als wäre das wirklich, für uns ist das total aufregend. Okay, für euch ist es gar nicht so doll aufregend, weil es ist ja nicht für immer. Aber es fühlt sich irgendwie so ein bisschen so an, ne? Ich glaube, wir müssen mal von ganz vorne starten. Mhm. Also, es war einmal. Unsere Schnapsidee. Unsere, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, Schnapsidee. Und zwar, wir waren vor 2 Wochen, 3 Wochen. Mhm. 2 Wochen. Vor 2 Wochen waren wir zusammen was trinken und irgendwann sagt Tina so, boah, Bella, ganz ehrlich, ich wollte schon immer mal nach Berlin. Als ich das erste Mal in Berlin war, habe ich mich sofort in die Stadt verliebt und ich würde so gerne einfach mal dahin ziehen. Und ich war so, warte mal ganz kurz, so, ich auch. So, ich wollte immer mal nach Berlin, aber ich, das war für mich jetzt nicht so, ich will jetzt dahin ziehen für immer, sondern ich wollte immer mal 3 Monate dahin oder so, so für kurze Zeit. Weil wir haben da so viele Leute, die wir kennen, Freunde und das vom Business mal ganz abgesehen, dazu kommen wir gleich. Und dann meinte ich so zu ihr, ganz ehrlich, lass doch machen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir haben uns die Hand drauf gegeben, gesagt, okay, wir machen das. Ja, es steht seit gestern. Seit gestern steht's. Wir haben nach Wohnungen geschaut, haben ein bisschen rumgesucht bei Airbnb und anderen Plattformen, ob wir eine schöne Wohnung finden. Und ja, Mann, nach ein bisschen hin und her haben wir unsere Traumwohnung, in die wir uns direkt von Anfang an so verliebt haben. Ein riesengroßes, helles, das ist kein Loft, oder? Aber doch, es ist schon Loft-mäßig, doch, ne? Schon Loft, ne? Ist ein Loft. Es ist 100, richtig hell. 175 Quadratmeter. Wir verlieren uns dann. Für uns geht es über einen Monat. 4,5 Wochen sind es. Yeah. Ne? 4,5 Wochen einfach mal nach Berlin. Weil, wenn ich jetzt... Wann dann? Wir sind jetzt unabhängig. Ich bin sowieso Single. Das heißt, also, ich habe niemanden, der auf mich wartet zu Hause. Für unser Business gibt es halt wirklich nichts Besseres. In Berlin ist alles. Und ich gehe so oft nicht zu Events, weil es ist nicht so, dass man jetzt bei jedem Event irgendwie bezahlt wird, wenn man da hingeht oder eine richtige Aufgabe hat, wenn man da hinkommt, sondern es ist oft einfach so ein kleines Get-Together. Und wenn man halt nicht aus Berlin kommt, ist der Aufwand halt zu hoch, 2 Tage zu verlieren, in Anführungszeichen, wegen Hinreisen und wieder zurück, in der man eigentlich arbeiten könnte und produktiv sein könnte, verliert man einfach viel zu viel Zeit. Und jetzt, wenn halt Events sind im März, können wir halt einfach hingehen und dann kannst du halt selber entscheiden, wann du gehst und wann du bleibst, wie lange du bleibst. Weil das ist auch meistens so, wenn wir in Berlin sind, denken wir uns so, ach, hätte ich jetzt noch einen Tag länger, wäre ich noch länger hier geblieben, dann hätte ich das noch und das erledigen können. Ich hätte da Fotos machen können, ich könnte das Video mit dieser Person drehen können und das... Ja. Who's that? Sehr, sehr gerne. Schönen Abend. Ebenso, tschüss. Du hast heute was Gutes getan. Ich habe heute richtig was Gutes getan. Du hast ein Paket angenommen. Alle meine Nachbarn sind meine Packstationen, okay? Und ich habe noch nie, weil ich nie zu Hause bin, müssen immer alle anderen für mich Pakete annehmen und ich nehme aber nie welche für andere an, weil bei mir ist nie jemand zu Hause. Jetzt habe ich das erste Mal für einen Nachbarn, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, ein Paket angenommen. Hey! Wo waren wir? Genau, man möchte immer gerne noch bleiben und man hätte noch so viele Möglichkeiten, weil so viele Leute in Berlin wohnen, die das Gleiche machen wie wir, die auch Content Creator sind. Und dann kann man halt zusammen Content createn. Und oft haben wir dafür halt keine Zeit. Und deshalb... Ja. Wir müssen darauf noch anstoßen. Ich habe nämlich, wir haben heute überwiesen. Für uns ist auch noch so ein wichtiger Aspekt, weshalb wir das machen. Nicht, weil wir jetzt einfach so, nicht nur aus dieser reinen Schnapsidee, sondern kennt ihr dieses Gefühl, wenn man manchmal so Hummeln im Hintern hat und sich so denkt, boah, ich könnte doch noch so viel mehr machen. Ich könnte doch noch so viel mehr machen. Und jetzt ist man noch unabhängig, ohne Kinder, ohne vielleicht einen richtig, weiß ich nicht, einen festen Lebenspartner. Genau, festen Lebenspartner. Also doch verheiratet, Kinder, bla bla bla, so, wo man dann mehr eingeschränkt ist. Und bevor das passiert, gibt es halt noch so viel, was man machen kann. Und
Klar, sehr, sehr viel hängt natürlich vom Finanziellen ab. Da können wir uns jetzt natürlich glücklich schätzen, dass wir vielleicht ein bisschen unabhängiger sind als manch andere. Aber ich denke, jeder hat irgendwie die Chance, das zu machen. Sei es zum Beispiel Auslandssemester, wenn du jetzt studierst. Das wollen ja auch viele nicht machen, wenn sie es jetzt nicht gerade müssen vom Studium aus, weil sie einfach Angst haben. Und ich kann das völlig verstehen. Also ich glaube, alleine wäre ich auch nicht gegangen. Deshalb war ich so richtig so, okay, Tina, wir machen das, weil... Ich hätte es auch nicht alleine gemacht. Alleine ist es halt so, du willst dich ja auch nicht irgendwie bei jedem immer so dranhängen. Und die ganze Zeit melden so, was machst du? So, hey, und was machst du heute? So ein richtiges Anhängen. Ich komme einfach mit. Genau, deshalb, wenn ihr auch in so einer Situation seid, dann vielleicht habt ihr noch eine Freundin, die vielleicht auch noch nicht irgendwie einen festen Job gerade hat, sondern entweder im Studium ist oder gerade nach dem Studium und noch so ein bisschen eine Findungsphase hat. Ich glaube, eine Zeit auch ohne das die Gewohnte, Familie und ohne die Freunde, was eigentlich ja was Schlechtes ist, so, aber einfach mal für sich zu sein. Also klar, Düsseldorf ist auch eine Großstadt, aber ich glaube anders, auch viele, anders. Ich glaube aber auch viele, die aus Berlin kommen, denken sich genau dasselbe wie wir. Weißt du, so NRW. Ich meine, Köln, Düsseldorf. Glaubst du, dass Leute, die in Berlin wohnen, unbedingt mal nach NRW kommen? Doch, ich habe das schon ein paar Mal gehört. Ja? Ja. Ich glaube, so dieses Gewohnte, irgendwann denkt man sich auch so, die Decke fällt so auf einen. Man ja, und so, also, mir wird auch langweilig. Ich bin wirklich ein Mensch, mir wird richtig schnell langweilig und ich sehe mich extrem schnell an Dingen satt. Was extrem schlecht ist, okay? Weil ich habe immer das Gefühl, ich brauche was Neues, was Aufregenderes. Aber hat nicht jeder das Gefühl? Ja, irgendwie schon, aber die wenigsten ziehen das dann halt durch und sagen so, okay, ich mach das jetzt. Genau. Und ich glaube, jeder kann das irgendwie tun, sei es jetzt nur nach Berlin, weil wir haben mal bei Airbnb und so geguckt und da kannst du ja auch für Monate kurzfristig was mieten und da sind super viele schöne und auch bezahlbare Sachen dabei. Also wirklich, die günstiger sind als die normale Miete wahrscheinlich in Berlin. Ja, und Berlin bietet so viele Möglichkeiten, also so viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst so alles machen, du kannst essen gehen, du kannst feiern. Du kannst jeden Tag feiern gehen. Ja, genau, du kannst einfach alles und zu jeder Uhrzeit. Ja. Überleg mal bei uns. Ab ins Berg. Warst du schon mal dort? Nee. Du? Da gehen wir auch nicht hin. Nee. Nee. Auf keinen Fall. Nee, aber wir haben coole Videoideen. Also wenn ihr auch noch da draußen Videoideen habt, die wir gut umsetzen könnten in Berlin. Natürlich werden wir so ein bisschen auch unseren Alltag begleiten da. Ich habe richtig Bock auf Vlogs. Dann eine Idee, die ich euch schon hier pitchen kann und ich hoffe, dass wir das durchziehen können und auch machen, ist klar. Eine Woche zum Beispiel, das ist jetzt für die Pros unter euch voll easy, aber für uns nicht, eine Woche zum Beispiel vegan leben. Und das einfach so ein bisschen mit der Kamera begleiten. Ich glaube, das ist eine... Also ich fand, das ist eine coole Idee. Können wir mal schreiben, was ich davon haltet. Ja, und wie gesagt, wenn ihr andere Videoideen habt, dann schreibt uns gerne. Mhm. Folgt auf jeden Fall Ette hier. Ich schreibe euch hier mal den Instagram-Namen hin. Also hier könnt ihr uns einen Monat verfolgen. Genau. Wir machen voll das Ding daraus. Ich weiß. Das ist voll lächerlich, aber in unserem Kopf ist es voll groß. In das unserem ist Kopf ist es richtig groß. Ja, übertrieben. Richtig also das groß. Ist so richtig was Besonderes, weil klar, man freut sich auf einen Urlaub, auf einen Kurztrip, auf keine Ahnung was, aber das ist so, da kannst du auch so ein bisschen sässig werden. So ein Monat ist schon eine Zeit. Also ja, vor allem über einen Monat. Und wir sind beide so, wir sehen unsere Freunde sehr oft. Ich sehe meine Freunde ein paar Mal in der Woche eigentlich, also es sei denn, ich bin jetzt irgendwie unterwegs, aber ich versuche das immer zu schaffen, sei es zum Bachelor oder zu Germany's Next Topmodel. Das heißt also, wir treffen uns schon wöchentlich eigentlich und ich glaube, das wird für mich mega komisch, dass ich so alle anderen nicht sehe. Weißt du, was ich meine? Und vor allem meine Familie nicht sehe. Du wohnst ja auch noch zu Hause zum Beispiel. Heißt also, du bist auch noch gar nicht... Meine Mama meinte aber auch so, ich bin richtig gespannt auf die Zeit. Ja. Die meinte auch so, ich glaube, das ist wie so die Nabelschnur durchtrennen. So, das ist jetzt so... Endlich nabelst deine Mutter so. Ja, genau. Aber ich liebe mein Zuhause. Das ist das Problem, Leute. Also, ihr wisst ja, also vielleicht manche wissen es, aber ich bin ja auch so auf Wohnungssuche in Düsseldorf. Und es war schon so mega schwer für mich. Und jetzt ist es einfach so Berlin und es ist so ein Monat, ciao. Tschüss. Ja, es ist nicht mal so. Kein Kaffee trinken mit Mama oder so Gespräche führen, das ist so richtig. Es ist witzig, dass wir da so ein Ding draus machen, aber vielleicht ist es so eine kleine Motivation für manche von euch. Es muss jetzt nicht unbedingt ums
wegziehen gehen oder um, weiß ich nicht, irgendwo ein Auslandssemester machen, aber irgendwie, dass halt Veränderungen super, super wichtig sind und gerade sowas auch wichtig ist, mal so aus seinem Kokon so rauszukommen und sich selbst zu finden, weil wenn man immer das Gleiche macht, jeden Tag, habe ich das Gefühl, man verpasst so viel von dem, was man auch ist. Können, ja. Also man hat ja so viele Seiten, voll der Deep Talk, man hat ja so viele Seiten irgendwie und ich glaube, viele davon kommen nie zum Vorschein, weil man das gar nicht zulässt, weil man halt so in seinem Alltagstrott irgendwie drin ist. Und ich glaube, man findet sich auch voll schnell mit vielen Sachen ab. Also man denkt sich so, das ist jetzt so, okay. Genau, das war immer so, das bleibt jetzt so. Genau. Und ich meine auch so ein Auslandssemester, das formt einen nochmal ganz anders. Ich glaube, man muss es halt nutzen, solange man noch jung ist. Und wer weiß, wie lange wir noch haben. Ja, ohne Scheiß. Das wird aber richtig cool. Ich habe einen Lebenspartner, einen Freund. Und ich muss mich auch wirklich sehr glücklich schätzen, dass er da so sagt, geh, mach dein Ding. Ich glaube, wir sind auch genau in diesem Alter, wo man sich selber irgendwie selbst verwirklichen möchte und sich finden möchte. Und ich finde, das ist eine super Möglichkeit, dass ich einfach sagen kann, ich will jetzt wirklich wissen, was es da draußen noch so gibt und wer ich eigentlich bin und wie ich in einer anderen Umgebung bin und wie ich mich formen lasse und so weiter. Ich glaube, das ist voll wichtig. Und dass er sagt, das ist wichtig für dich, also ist auch wichtig für mich, also lasse ich dich gehen. Das war so. Vertrauen ist da, glaube ich, extremst wichtig. Ja. Also ich glaube, man kann sowas auch machen, wenn man einen Partner hat. Aber ich glaube, das ist schon ein krasses Hindernis, weil man selber will ja auch eigentlich nicht weg von dem Partner. Und 4 Wochen, finde ich, ist schon eine Zeit. Also ich weiß noch so, damals so eine Woche war ja schon, wenn ich meinen Freund nicht gesehen habe, war ja so, Manu, wenn er im Urlaub war oder so. Also nochmal kurz zur Info, die Tina ist 24 und ich bin 27. Heißt also, wir sind noch jung, zumindest eine von uns. Nein, du, natürlich bist du jung. Ich meine, die eine von uns, spinnt die. 30 ist das neue 20. Wir sind jetzt erstmal in unserer Teenager-Zeit. Und stell dir mal vor, jetzt dieses Jahr kommt der Mann und haut dich weg. Und du hast vielleicht treffe ich den ja in Berlin, dann musst du aber halt mit mir nach Düsseldorf ziehen. Meine Freundin hat mir schon geschrieben, ja, aber nicht, dass du dann am Ende da bleibst. Ich sehe ja, die Chance besteht, das Risiko ist da, aber ich denke nicht. Und dann meinte sie so, nee, auf gar keinen Fall, wir kommen die persönlich abholen mit so einer Haube, ziehen die mich da raus. Nee, aber davor habe ich auch richtig Angst. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst davor, also. Weil ich möchte nicht dahin gehen und dann so denken, boah, ich möchte nicht mehr zurück. Vor allem, weil wir so eine schöne Wohnung haben. Ja, das wir haben auch. Wir haben auch 2 Schlafzimmer, wir haben 2 Badezimmer, wir haben sogar einen Kamin. Ja. Und das ist alles so hell und offen und du fühlst dich genau. So. Genau, wir sind mittendrin, ne? Also, wir sind mitten in Kreuzberg, Mann. Aber das ist so cool. Ganz ehrlich, auch hier in Düsseldorf, wir wohnen ja auch nicht mitten im Geschehen. Und das ist dann auch nochmal was anderes. Und ich wollte mal in die Stadt ziehen. Ich wollte auch immer in der Stadt sein. Also für mich war immer so, wir wohnen so am Rand, beide. Also wir brauchen beide schon ein paar Minütchen in die Innenstadt, ne? Ja. Und du hast deshalb nicht so das Gefühl, du würdest in einer Großstadt leben. Mhm. Ich glaube, das ist in Berlin aber genauso. Es gibt ja so viele Randbezirke. Wie viel Quadratkilometer Durchschnitt? Boah. Berlin ist extrem groß. Also jetzt fragt mich 60? Ich bin zwar Geografie-Studentin. Stimmt, 60 Kilometer oder so. Genau, deshalb haben wir sowieso nie das Gefühl, so wir wohnen voll so mittendrin. Und jetzt glaube ich so in Kreuzberg, sollen wir uns Knarren kaufen? Ich weiß gar nicht, was ich alles einpacken soll. Ja, das ist schon das nächste Problem. Also wir werden auf jeden Fall mit dem Auto hinfahren. Und dieses Auto wird wahrscheinlich aussehen, als wenn du in Skiurlaub fahren kannst, als wenn so Familien einfach das Auto komplett zugepackt haben. So. Weil was packt man denn für 4 Wochen ein? Oh mein Gott, ich war noch nie so lange weg. Ich glaube, das längste, was ich jemals weg war, waren, also im Urlaub, waren 12 Tage oder... Nee, ich war schon mal 3 Wochen. Ich habe auch schon zu Aaron gesagt, ich weiß gar nicht, was ich alles einpacken soll. Der so, beruhig dich, in Berlin haben wir auch Geschäfte. Vor allem wir beide auch noch voll die Jacken-Junkies. Ja, ich will so 15 Jacken mitnehmen und 80 Paar Schuhe. Und vor allem, so, du weißt ja nicht mal, wie das Wetter sein wird. Also im März. Das überfordert mich schon alles wieder total. Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Im März kann es übertrieben kalt sein, aber auch richtig so frühlingsmäßig warm. Das ist so ein behindertes Video, ne? Die Leute denken sich so, was ist Spindy?
Spinnen die? Die tun so, als würden die ein Jahr irgendwo hinziehen oder auswandern. Aber du weißt nie. Für mich fühlt sich das so an. Ja, aber vielleicht ist es ja irgendwie ein Anfang für irgendetwas, Leute. Und vom Ende zum Beispiel. You never know. ja, apropos trinken. Wir haben auch noch geile Videoideen wie Ich hab noch nie. Oder ein Tipsy Get Ready With Us. Das wollen wir auch noch drehen, bevor wir feiern gehen. Ein bisschen vortrinken. Machen wir uns schön vor der Kamera ready für euch. Ja. Hey, wir haben gar nicht gesagt, wann es losgeht. Ach ja, es geht los am 28. Doch, ja. Am 28. morgens ganz früh, ne? Wir müssen irgendwie durchkommen da. Ja. Das ist ein Freitag. Genau, am 28.02. geht's los. Das ist in drei Wochen. 3 Wochen und 3 Tage. 3 Wochen und 3 Tage und dann bis zum 31.03. Folgt Tina, jetzt kommt mein heftiges Geschleim, aber ich meine es richtig ernst. Oh. Tina ist diese auch nicht geben. Tina verdient viel mehr Aufmerksamkeit auf jeden Fall bei Instagram. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Tina steht bei meinen Story-Dingern immer mit vorne, also bei den Stories, die ich am meisten gucke, weil sie wirklich interessant sind und weil sie nicht so langweilige Scheiße macht, sondern wirklich, sie gibt sich richtig Mühe mit ihren Stories und so. Deshalb schaut da auf jeden Fall vorbei und folgt ihr. Wie süß bist du? Das war zu viel Liebe für heute, Leute. Ich bin schon ein bisschen rot. Das wir sehen uns in unserem nächsten Video. Tschüss. Ciao.